Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in einem Part 1 mit dem Thrawn's Revenge Mod. Wir spielen die Sinch-Fraktion und wir sitzen über Coruscant, was wir jetzt bald einnehmen müssen. Das wird nur absolut nicht leicht werden, da reinzukommen. Da müssen wir mal schauen, was wir hier noch an Bodenkräfte mobilisieren können. Hier bei Sereno holen wir uns noch mal ein paar Einheiten. Und ansonsten hätten wir hier vielleicht mal die Möglichkeit, Kothlis anzugreifen. Lathara müsste angegriffen werden. Filth ist der letzte Planet der neuen Republik. Und Amberlin hat hier noch Tynner und Dragonwell. Aber wenn wir Tynner angreifen könnten, wäre Jindyne sicher. Müssen wir mal schauen. Wir haben aber kaum noch Lancers. Hier sind ein paar Lancers drin. Die schicken wir vielleicht zu Eclipse darüber. Wir müssen aber auch gucken, sowohl Eclipse wie auch Sovereign sind schwer verwundet. Lasst uns mal kurz schauen. Okay, Eclipse hat 80%, Sovereign 53%. Sovereign sollte man eine lange, lange Zeit nicht einsetzen. Wir können aber die Sovereign da erstmal stehen lassen und gucken, was die bei The Graveyard haben. Und in der Zeit Truppen zusammensuchen. Die Truppen von Borleas, die Truppen hiervon, die Truppen von Praketh und Kaikelius. Mal sehen, ob der das irgendwas davon macht. Die dürfen alle hier rüber. Die Truppen hier dürfen hier rüber. Ist Odic 2 sonst irgendwie in Gefahr? Nein, ist es nicht. Dann dürft ihr auch hier rüber. Okay, The Graveyard hat quasi nichts, das ist gut. Und dann haben wir hoffentlich bald genügend Einheiten bei Coruscant, um das zu kriegen. Das Ding ist, dadurch, dass die da ihren Hauptsitz haben, ich weiß gar nicht, ist ja nicht der Senat, Imperial Palace, wie auch immer die das hier nennen, werden da so viele Einheiten rauskommen, dass wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen defensiv spielen mit der SPMAT. Mit einer vielleicht, einem RTAP. Müssen wir mal gucken. Sie fliehen, sehr schön. Die haben nichts mehr zum Fliehen, deswegen sollen sie fliehen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Kaboom. Mal schauen. Zur Galaxiskarte. The Graveyard gehört uns, da kommen die jetzt auch nicht mehr hin. Bei Talassea haben wir auch. Und guck mal, bei Komono haben wir auch noch Bodeneinheiten. Bei Kurt haben wir noch Bodeneinheiten, die sollten wir alle rüberschicken. Da lang The Graveyard darf das trotzdem kriegen. Die Einheiten von Kurt hier rüber, die Einheiten von Balmora hier rüber. Dann haben wir unsere verlorene Armee halbwegs wieder zusammen, wenigstens. Alle hier rüber bitte und die Infanterie, die wir da bei Wayland haben. Dass wir ein paar Infanterieeinheiten. Okay, wir haben da schon 10 Raptors, aber trotzdem. Besser ist es. Bei Talos und Tralos holen wir mal ein paar Probe-Droids bitte. Und bei Odic könnten wir mal. Ups, da haben wir ja gar nichts hier. Dann holen wir bei Dornik 319 und bei Praketh auch nochmal Probe-Droids, dass wir ein bisschen gucken können. Die kommen hier lang, das ist gut. Ihr kommt hier lang. Ah, die haben einen Antiflug, aber ansonsten sind die Einheiten nicht so mega stark. Das dauert jetzt ein kleines. Ach, guck mal, hier haben wir noch einen. Bei Zeltros können wir bei Tynner gucken. Dann wäre, wie gesagt, Jindyne sicher. Lathara. Wäre nett, wenn wir das mit Sinch hinkriegen würden, aber ich will jetzt erst einmal hier die Einheiten zusammenkriegen. Ihr dürft schon mal Richtung O-Jump, falls hier irgendwas passiert. Du darfst bei Duro gucken gehen, da hatten die so eine 11.000er Flotte oder so. Muss jetzt auch erstmal nicht sein, aber mal schauen. Einmal dahin bitte. Und bei Tynner, wie sieht's da aus? Mal gucken. Tynner, ja genau, 1200 Flotte. Nein, danke. Bei Duro. Duro sieht einigermaßen machbar aus. Wenn es denn nicht so laggen würde. Vielleicht gibt sich der Lag ja, wenn ich Coruscant eingenommen habe. Vermutlich nicht, aber wer weiß, vielleicht. Nur eine 189er. Nur eine 189er Flotte. Los da. Ich hoffe, der kann. Ja, der kann beides machen. Okay.
So, wir haben 18 Flugeinheiten, 8 SPMATs, 10 AT-APs und Nigel Nivers hat einen AT-AT, ist aber nur ein Warlord, der bringt uns also nicht so viel. Hier haben wir schon deren Hauptsitz. Die kriegen keine Flugeinheiten, das ist sehr gut, dass die keine Flugeinheiten kriegen. Und da ist deren Power Generator. Wenn wir natürlich den Power Generator vernichten könnten, wäre das sehr nett, weil wir dann hier keine Turbolaser mehr zu befürchten hätten. Oh, das ist aber gut, dass wir hier so viele gleichzeitig haben. Da wir 18 haben, die werden vernichtet, das ist mir klar. Aber einer von euch hier lang, einer von euch hier lang. Aber vielleicht einmal in Richtung Power Generator fliegen und gucken, ob wir den vernichten können. Lasst uns direkt noch alle mitnehmen. Hier eine Repair Station. Aber die werde ich so lange bearbeiten, bis sie vernichtet werden quasi. Kommt schon. Aber wenn wir es halt schaffen könnten, hier die Turbolaser halbwegs in irgendeiner Art und Weise zu vernichten oder abzulenken. Mal gucken, kommt schon. Hier lang fliegen. Hoffentlich haben die noch keine Anti-Flugtürme irgendwo gebaut. Ah, die ATAA müsste ja auch irgendwo sein. Kommt alle hier hin. Oh, da sind die ATAAs. Schaffen die das, das zu vernichten, bevor sie... Jawoll! Ich habe euch gesagt, die werden alle vernichtet werden. Aber das war es. Wert, keine Schilde und vor allem keine Turbolaser mehr. Du, ihr geht mal auf die ATAA hier, vielleicht könnt ihr die ja vernichten. Natürlich nicht. Aber das war zu erwarten, das ist in Ordnung, das ist alles erstmal in Ordnung. Die AT-APs hier lang holen. Und dann dürft ihr versuchen hier reinzukommen. Ihr versucht auch hier rüber zu kommen. Ihr setzt euch mal in Deckung, so gut es geht. Und holt hier vielleicht einen Antifahrzeugturm. Die AT-APs dürfen mal mitlaufen. Ihr seid vielleicht ganz gute... der will eine Selbstzerstörung machen. Ganz gute Ablenkung. Ja, ich hätte die eher mitnehmen müssen. Lass uns die Dark Stormtrooper mal hier hinholen. Nein, Bombing Run haben wir immer noch nicht available. Schön wär's, aber können wir nicht wegen dem... Wegen dem und wegen dem Hauptsitz hier. Die AT-APs kommen. Das ist schon mal ganz gut. Ihr dürft jetzt auch hier langlaufen. Und vor allem ihr fünf versucht hier den Landeplatz zu kriegen. Wenn wir hier den Landeplatz kapern könnten, das wäre sehr nett. Aber es ist auch ganz lustig, dass wir jetzt hier schon einen Antifahrzeugturm fertig haben. Dass wir das hingekriegt haben. Das ist schön. Die AT-APs dürfen mitkommen. Und da haben wir unsere Raptor Trooper. Wartet mal. Kriegen wir da einen besseren Blickwinkel drauf? Raptors gegen... Von hier aus. Gegen Juggernaut. Und ganz viele weitere fette Fahrzeuge des Imperiums. Das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Und wir haben... Oh Gott, weil jetzt... 2 Sekunden noch. Dann hätten wir es eingenommen gehabt. Jetzt ist es zurückgesetzt worden. Das ist natürlich sehr nervig. Ihr dürft mal da versuchen drauf zu gehen. Die Infanterie kommt jetzt bitte hier mit lang. Und die Dark Stormtrooper vom Dark Empire. Oh, die Landezone gehört uns. Das ist sehr interessant. Lasst uns mal 2 AT-APs, die werden nicht reichen. Nicht halten. Und Nigel Nivers. Zweifle ich auch, dass der es überlebt, aber probieren kann man's. Ja, das sind schon wirklich sehr viele Einheiten, die hier... vor der Haustür stehen sozusagen. Bin ich mal gespannt. Bin ich gespannt, wie Nigel Nivers sich hier hält. Du hierhin. Ihr vernichtet bitte die. Ja, AT-AP. Darfst dich mal heilen und du darfst so lange laufen, wie du kannst. Bis du auf Feinde triffst. Ihr dürft diesen Reinforcement Point nicht bekommen. Könnt ihr vergessen. Die Chariots müssen auch bitte schön vernichtet werden. Du darfst hier drauf. Oh nein, die Landezone haben wir verloren. Das ist jetzt sehr mies. Schade. Warte, kannst du... Ne, der hatte sich schon einmal repariert. Ja, gut, damit wird es wahrscheinlich das auch mit Nigel Nivers gewesen sein.
Probieren wir es mal mit einer SPMAT. Ich glaube ja nicht, dass die das großartig überleben wird, aber dafür habe ich ja so viele Einheiten hier, ne? Dass ich das mir leisten kann. Hier lang, du darfst dich mal einmal reparieren, wenigstens ein bisschen. Ihr helft hier mit. Und du kommst so lange, bis du jemanden anvisieren kannst. Du gehst mal auf den Firehawk hier und du schießt da bitte auch. Das ist schon lächerlich, so eine richtig fette Turbolaser-Artillerie im Nahkampf einzusetzen, aber... Oh, diese schweren Schüsse gegen die schweren Fahrzeuge von denen, das wirkt schon wirklich gar nicht so schlecht. Funktioniert bisher. Mal sehen, ob der... Dings hier hält, der Bunker, aber das sieht gut aus. Ich glaube, die wirklich schweren Sachen haben wir alle vernichtet. Kommt mal ein Stückchen näher. Jetzt bräuchten wir wieder Flugeinheiten, um hier deren Hauptsitz zu vernichten, aber... Noch geht's. Diese Heavy Scout Trooper hier. Ihr dürft mal in die Richtung gehen. Ihr hier in die. Und du kommst schön weiter hier. Ihr kommt bitte auch hier runter. Was sind das? Ah, Nova Stormtrooper. Ja, okay, das ergibt Sinn, dass die dann so schwere Waffen haben. Du darfst hier verteidigen. Und du immer weiterkommen, bis wir da deren Hauptsitz finden. Du darfst auf den Anti-Infanterie gehen. Wir verlieren eine Menge Einheiten jetzt schon wieder, aber wie gesagt, das ist ja der Sinn der Sache, ne? Das sind die Einheiten, die hier definitiv ersetzbar sind. Und dann schauen wir mal, dass wir mit der Artillerie auf den Hauptsitz des Imperiums schießen können. Komm schon, jetzt, warum ist das noch nicht, warum können wir es noch nicht sehen? Okay, ihr dürft da drauf schießen. Dann könnt ihr auch da drauf schießen. Ich glaube, viel weiter können wir diese Artillerie nicht schicken. Endlich! Kannst du es sehen, den Hauptsitz? Dann schieß drauf. Oh, das sieht gut aus. Na, allerdings verlieren wir hier auch wieder einiges an... Nein, ein Infanterie. Nochmal ein bisschen Infanterie dazu holen. Ihr dürft hier runterkommen. Schauen wir mal, wie schnell wir das Ding jetzt vernichten können, weil das sieht mir nach relativ schnell aus hier. Die Frage ist dann, können wir auch die verschiedenen Fabriken hier schnell vernichten? Na, so schnell ist das auch gar nicht. Du darfst gerne auch nochmal hier lang mitkommen. Der AT-AT versucht hier nochmal sein Bestes. Und ihr macht hier einen Anti-Infanterie-Turm bitte. Ihr überlebt das hier noch, das ist gut, denn... Oh, die kommen da schon wieder ganz schön angeheizt hier. Zwei von euch helfen hier bitte nochmal mit. Und die anderen beiden Einheiten hier runter. Und dann vielleicht kann der nochmal ein bisschen was an Schaden aufsaugen. Denn super viel haben wir jetzt hier nicht mehr. Du kommst nochmal bitte ein Stück näher. Auch wenn du von hinten vielleicht schon drauf schießen kannst. Ihr setzt euch in Deckung. Du kommst... Oh mein Gott. Du darfst dich einmal reparieren. Ich will jetzt da deren Hauptsitz erledigt sehen. Aber ihr müsst euch jetzt... Das kann die Artillerie weitermachen und ihr müsst euch um die Fahrzeuge hier kümmern, sonst seid ihr alle Geschichte. Kommt einmal hier mit drauf. Hier hin und du darfst... Ach, kann der sogar schon erfassen da, den Feind da drüben. Komm schon, das darf nicht wahr sein, jetzt... Vernichte das Hauptquartier da. Ja, den AT-AP haben wir verloren. Lass uns direkt den nächsten holen. Die sind zu mächtig, um die nicht zu holen hier. Du auf die... Oh, der kann hier drüben auf die Heavy Factory gehen. Das ist natürlich sehr nett. Beide einmal... Einmal reparieren. Gut, der hintere lässt sich nicht reparieren gerade. Du kommst ein Stück näher. Du kommst ein Stück näher. Und jetzt holen wir mal eine Flugeinheit rein. Die kann vielleicht hier den Dingsbums da vernichten. Dass wir gleich bombardieren können. Und das Ganze hier hoffentlich ein bisschen schneller gehen könnte. Die Infanterie vernichten. Du darfst einmal hier drauf gehen. Ich hoffe, die haben nichts mehr Antiflugmäßiges. Ich glaube, die ATAAs sind weg. Antiflugtürme sehe ich hier auch gerade keinen. Das ist... Und natürlich ist dann da ein Antiflugturm. Sind wir jetzt weit genug weg?
Mal schauen. Meine Güte. Okay, das hat nicht geklappt. Wir schicken einfach den nächsten drauf. Das ist ausreichend noch. Und vielleicht noch ein IDT. Greif ihn nochmal an. Du greifst sie auch nochmal an. Oh Gott, ihr sollt da das Ding angreifen. Nochmal einen von denen. Kann das jetzt? Dankeschön, da kommt nichts mehr raus. Jetzt können wir auch bombardieren. Perfekt. Bombardierung hier drauf. Oh Gott, da war wieder ein Antiflugturm, den ich nicht gesehen habe. Kommt bitte hier weiter mit. Nigel Nivers überlebt das sogar noch. Es wird aber weniger. Die eine Fabrik da haben wir ja vernichtet. Das vernichten. Lasst euch reparieren einmal. Okay, hier müssen wir quasi auch nicht mehr bombardieren, weil... Oh, das ist unschön. Da angreifen, weil die das auch einfach eben vernichten können. Dafür muss man nicht bombardieren. Hier dürft ihr runterkommen. Hier ist noch eine Hypervelocity Gun, oder? Nee. Ach, so ein Labording da drüben. Aber im Prinzip... ist es jetzt nichts mehr Großartiges hier. Da einmal angreifen. ATSD vernichten. Ja, da haben sie noch Anti-Infanterieturm. Die Infanterieeinheiten dürfen hier lang. Ah, der nächste Anti-Infanterieturm. Nervig. Noch mehr Infanterieeinheiten hier lang. Ihr nehmt das da bitte ein. Da ist bestimmt ein Bunker. Ja, ist es natürlich. Und wenn wir das hier komplett einnehmen können, dann... Oh, kommt ein Antifahrzeugturm, nicht nett. Eins, zwei, drei. Und da können wir gleich einmal kurz... Ach, die haben sogar überlebt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Einmal kurz hier drauf. Ihr dürft hier runter. Und damit müssten wir eigentlich hier durch sein und Coruscant eingenommen haben. Keine einfache Schlacht, keine kurze Schlacht, aber eine Schlacht, die es nötig war, die es wert war, geschlagen zu werden. Gewonnen, sehr schön. Coruscant gehört uns. Und jetzt haben wir hier eine richtig fette Armee, die frei ist. Die Einheiten, die wir hier unten haben, können wir nochmal auch rausholen. Die müssen bei Coruscant nicht mehr bleiben. Oh, ist das schön. Ihr kommt hier rauf und dürft mal Richtung Ojum, also halbwegs Richtung Front, dass ihr dann gleich da vielleicht bei Duro angreifen könnt. Dann brauchen wir da auch keine Einheit mehr bei Corellia zu haben. Und die wollen nach Bothui. Ist natürlich die Frage, wenn es jetzt... Bei Kothlis. Yo, es sind die Einheiten von Kothlis. Wenn ich dann jetzt schnell nach Lethara und dann nach Kothlis fliege, könnte ich die da abfangen. Je nachdem, wie groß die Flotte ist, schicke ich auch die einfach hier runter nach Bothui, um das abzufangen. Aber jetzt erstmal hier bei Duro gucken. Es ist eine machbare Flotte, aber es ist ja auch keine kleine Flotte, ne? Die Sovereign haben wir jetzt auch nicht dabei. Das dauert, bis die wieder voll repariert ist. Okay, es ist aber, wie gesagt, eine machbare Flotte. Das definitiv. Lasst uns den World Devastator, Titus Clef auch direkt mitnehmen. Und damit sollte das hier unser sein. Nimm da die Engines, falls die fliehen wollen. Oh, ich habe den Titus Clef zu nah herangesetzt hier. Aber naja. Alle unsere Jäger dürfen hier rein. Dadurch, dass die jetzt hier relativ langsam erst ankommen, dürfte das auch einigermaßen gehen. Einer nach dem anderen. So ist das sehr nett. So kann man mit denen durchaus umgehen. Da die Engines und dann die verschiedenen Waffensysteme. Dass, falls sie abhauen, sie das nicht überleben. Ja, Drommel, ich habe verstanden. Du magst es nicht, dass Titus Clef so nah bei dir da ist. Ich weiß. Aber ein bisschen kuscheln kann ich schaden hier. Komm schon. Den Victory weghauen. Titus Clef kann hier mit seinen dicken, fetten Waffensystemen und Torpedos, Raketenwerfern da draufhauen. Damit sollte dieser Victory-Sternzerstörer nicht lange durchhalten. Nimm vielleicht den Karak hier noch, dass der nicht so nervt. Ah, die Dreadnoughts da sind ebenfalls durchaus nervig. Ist die Frage, ob Drommel da in irgendeiner Art und Weise drankommt.
Deswegen lassen wir das mal für Titus Kleff. Und gucken, dass Titus Kleff jetzt mit seinen Proton-Torpedos und Aufschlagsraketenwerfern. Aber das kriegt er auch hin. Auf die Engines bitte. Dann nehmen die den Dreadnought hier. Mit seinem Waffensystem. Dauert natürlich trotzdem ein bisschen. Ist jetzt kein Supersternzerstörer, aber... Ah, das kriegt der hin. Einmal hier auf die mittelschweren Turbolaser. Du darfst hier hinten drauf. Und unsere Jäger nochmal daran erinnern, dass die durchaus auch mit am Kampfgeschehen teilnehmen können. Geh da auf den Victory 2, bitte. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Fighter Bay, dass der keine weiteren Jäger mitbringen kann. Einmal auf die Engines hier. Und dann darfst du weiterfliegen und Titus Kleff wird schon die Victories vernichten können. Einmal die schweren Turbolaser hier. Ach, guck mal, der ist schon vernichtet, ohne dass ich den noch weiter angreifen musste. Du darfst bis hier hinten fliegen und dann ist auch der Luftraum über Duro gleich unser. Das sollte nicht mehr so mega lange dauern. Die schweren dreifachen Turbolaser hier weghauen. Leichten Quad-Turbolaser vernichten. Sehr, sehr schön. Ah, nimm mal hier die Lancer. Die ist noch nervig, sehr. Aber jetzt darfst du auch ein Stück weiter fliegen. Da wird noch irgendwo was Kleines drin sein. Sie fliehen. Sehr schön. Der Luftraum über Duro gehört uns. Und dann müssen wir mal schauen hier bei Bothui, Kothlis, Lathara, wie es da so aussieht. Zurück zur Galaxiskarte. Unsere Bodeneinheiten, auch die hier von Talos und Tralos, von Corellia, dürfen da mal vorbeischauen. Und hier bei Praketh, die Probroiden dürfen mal nach Abrigado Re vorbeischauen. Hier von Corellia, ach, die haben ja auch gar nichts am Boden, das ist interessant. Wie sieht's bei Bothui aus? Oh, bei Gabrikia. Ach, das ist die Flotte, weiß ich sowieso. Okay. Die Flotte bei Kothlis ist minimal. Bei Bothui. Da können wir auf jeden Fall eben hin, weil ansonsten schnappen die sich das mit ihren Bodeneinheiten und das würde ich dann jetzt auch nicht wollen. Hier können wir vielleicht eine Golan zur Verteidigung nochmal bauen, dass wir da ein bisschen was an Verteidigung haben. Und die Bodeneinheiten hier nach Duro rüber. Das sollte auch recht schnell erledigt sein. Hier ist noch eine 728er Flotte. Aber sobald Eclipse ist wieder da und Sovereign auf 100% sind, könnte man da mit den beiden angreifen und das eigentlich einigermaßen schaffen, womit dann Biss auch sicher wäre. Aber eins nach dem anderen. Erstmal jetzt das hier schön schnell vernichten. Weg mit dir. Ihr seid alle Schrott. Sehr schön. Und dann können wir jetzt hoffentlich eben schnell in Richtung Duro mit den Bodeneinheiten gehen, wenn es jetzt nicht zu sehr laggt. Aber dafür müssen wir erstmal reinstarten. Ja, sehr schön. Wir können bei Folesco. Oh, nach Unsoth wollen die kommen. Da habe ich aber ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Die könnten von Andor oder von Abrigado Ray kommen. Das waren 728. Vorhin aber auch schon, deswegen... Na, mal gucken. Wir haben noch zwei Flugeinheiten hier bei Duro. Das fühlt sich sehr nach einem Job für die Flugeinheiten an. Ich glaube, damit kommen wir hier bei der Map am schnellsten durch. Und, oh nein. Ah, okay, ist nicht nur eine Einheit, okay. Nee. Muss ich da auf keinen Kampf einlassen, bitte? Eins, zwei... 3, 4. Hier lauft er weiter. Antifahrzeugturm interessiert mich nicht die Bohne.
Ah, der Anti-Infanterieturm, der kann unsere Bemühungen hier stoppen, auf jeden Fall. Ich will ja mehr Flugeinheiten haben als das, was wir jetzt hier gerade haben. Aber hier können wir Flugeinheiten reinholen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier mal eine Repair Station. Ihr dürft schon reinfliegen. Da können wir noch eine Repair Station holen. Erstmal die verschiedenen Panzer hier weghauen. Die schon. Oh, das wird ein Selbstzerstörungskurs. Okay. Haben wir einen verloren. Gut, ist dann so. Ihr dürft hier mit langkommen. Hier noch eine Repair Station. So, jetzt haben wir 10. Und die alle zusammen dürften ausreichen, um selbst bei der. Oh! Selbst bei der Zahl an gegnerischen Panzern eben. Oh, Selbstzerstörung. Okay. Abhauen. Den nächsten verloren. Ich dachte, mit denen wären wir am schnellsten hier. Ich hätte nicht gedacht, dass. Dass hier so schlimm ist mit den Firehawks und so. Dass die dann doch so viel Schaden gegen meine Flugeinheiten machen. Aber naja. Wir könnten jetzt bombardieren, wenn wir uns das sichtbar machen könnten. Okay, die sind jetzt aber auch abgehauen. Die meisten dürften dann jetzt nicht mehr hier sein. Damit können wir jetzt relativ. Oh, Antiflugturm. Greift nochmal hier an. Ja, sollen sie das machen? Das ist mir egal. Bombardierung hier drauf. Was haben wir hier? Antiflugturm. Wenn man das relativ schnell sieht, kann man da ja gegen ankommen. Gegen die Antiflugtürme. Bombardierung. Ich weiß nicht, wie viele von den Firehawks da sind. Aber wenn ich damit auch nur einen vernichten kann, lohnt sich das. Hier sind nochmal ein paar. Ja, wenn man diese einzeln kriegt, ist das mit den Flugeinheiten echt einfach. Da sind nochmal zwei Firehawks. Sie fliehen. Sollen sie machen, das ist mir egal. Gewonnen, ein bisschen was verloren, ja. Ist dann so ein bisschen schon das immer. Aber Duru gehört uns. Das ist sehr schön. Aber ich würde sagen, mit einem Blick auf die Uhr war es das für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.